Es geht wieder los. Die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft blickt zurück auf einen fantastischen Saisonstart und die Fans haben in Abu Dhabi jede Minute genossen. Der Brite Paul Bonhomme sicherte sich mit einer beeindruckenden Leistung über dem türkisblauen Wasser des arabischen Golfs beim Saisonauftakt in Abu Dhabi seinen ersten Saisonsieg. Bei glühender Hitze gewann er vor dem Australier Matt Hall und dem Kanadier Pete McLeod. Weiter geht's am 16. und 17. Mai, denn 2015 besucht die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft erstmals das Land der aufgehenden Sonne. Schauplatz der Japan-Premiere ist dann die lebendige Boom-Metropole Chiba.